Und wir fahren fort mit einem dritten Beispiel, wieder zur selben Frage, damit wir mal schön die Unterschiede sehen. Ja, also wie unterschiedlich die Aussagen ausfallen können von Legung zu Legung. Und natürlich auch, wie man solche Unterschiede erklärt und sichtbar macht und in eine sinnvolle, stimmige Deutung packt. So, hier nochmal zu Live-Zwecken einmal kurz durchmischen, damit Sie sehen, alles ist absolut echt. Und jetzt geht es genau so weiter, wie wir das vorhin auch gemacht haben, mit der Kopfebene und der Gefühlsebene. Na. Und der Handlungsebene. Meine Karten liegen nie gerade, wundern Sie sich nicht. Manche haben es ganz, ganz ordentlich. Ich kriege das einfach nicht hin, obwohl ich an sich schon ein ordentlicher Mensch bin. Aber bei mir sind die Karten eben nicht alle immer so gerade ausgerichtet. Okay, fangen wir hier mal mit der Kopfebene an. Sie sehen, da ist das Herz, von dem der Fuchs aber wegschaut, der guckt in die Eulen rein. Und das ist schon mal ein gutes Signal, dass überhaupt das Herz hier liegt und vom Fuchs sozusagen befreit ist, weil der Fuchs sich abwendet. Wenn der Fuchs in das Herz blicken würde, wäre das ein ganz klares Signal dafür, dass er denkt, das ist für mich nicht die richtige Liebe. Eigentlich will ich mich gar nicht in diese Frau verlieben oder es fühlt sich auch nicht richtig an. So zumindest kann man sagen, er nimmt wahr von seiner Gedankenebene her, dass da Gefühle eine Rolle spielen auf seiner Seite. Trotzdem kommt der Fuchs hier zu liegen und wir können ihn ja nicht einfach unbeachtet lassen. Er blickt auf die Eulen und die Eulen sind immer ein Anzeichen für Freiheit, für Revolution, für Ausbrechen aus Systemen, für ja den Bruch mit Gewohnheiten, mit der Gesellschaft. Also da steckt etwas sehr Rebellisches drin. Und auf der, also wenn es um die Liebe geht, dann stehen die Eulen für mich hauptsächlich für Unverbindlichkeit. Ja, die wollen sich eben nicht festlegen. So, wenn der Fuchs da reinschaut, ist das ein Zeichen dafür, dass er sich Gedanken darüber macht, es wäre falsch, sich unverbindlich zu verhalten, ja, hier sich nicht zu diesen Gefühlen zu bekennen, die offensichtlich da sind, über die er sich auch Gedanken macht. Und anscheinend ja, geht ihm da einiges durch den Kopf, wo er bereits darüber nachdenkt, wie er zu diesen Gefühlen steht. Ja? Und die Eulen würden sich nicht dazu stellen. Und der Fuchs sagt ihm aber, das wäre verkehrt. Eigentlich muss ich mich dazu stellen oder muss ich dazu stehen. Jetzt gehen wir mal auf die Gefühlsebene. Da ist der Hund und der Herr, also wieder er selbst. Und jetzt haben wir hier einen Mix. Und zwar aus recht widersprüchlichen Karten, so wie hier oben auch schon. Herz und Eulen sind im Prinzip auch widersprüchlich, denn das Herz steht dafür, sich auf etwas einzulassen. Ja, also das Herz ja voll und ganz, also wenn man was mit Herzblut macht, dann ist man wirklich mit Herzen dabei. Dann kann man nicht sagen, okay, ich mache da jetzt nur eine halbe Sache draus. Ja, man kann auch nicht irgendwie, ja, also etwas leidenschaftslos tun ist nicht im Sinne des Herzens. Ja? Da geht es immer um Hingabe, immer um ein Commitment. So aber eben nicht bei den Eulen, eben kein Commitment. Also da hatten wir schon Gegensätze. Diese Widersprüche tun sich auf der zweiten Ebene genauso auf.
Er blickt aber nicht auf den Hund, sondern auf die Lilien. Jetzt schauen wir uns mal diese beiden Karten näher an. Der Hund, der würde eigentlich etwas sehr Freundschaftliches anheimstellen. Ja? Die Lilien aber nicht so. Die Lilien, wir hatten es vor im anderen Beispiel auch, stehen natürlich für eine körperliche Anziehungskraft. Also genau für das Gegenprogramm zum Hund. Jetzt ist die Frage, was liegt ihm mehr? Ja, also wo fühlt er sich mehr hingezogen? Scheinbar doch mehr zu den Lilien, aber da ist auch eine gewisse freundschaftliche Komponente mit dabei. Es kann aber einfach bedeuten, dass er merkt, ich fühle mich mit dem anderen wohl, ich fühle mich dem der Ratsuchenden verbunden. Ich möchte mit ihr gehen, in Anführungsstrichen. Ja, ich möchte mit ihr sein. Der Hund ist ja eine dem anderen sehr zugewandte Karte. Ja, und deswegen sehe ich hier nicht so stark den freundschaftlichen Charakter vorrangig. Vielleicht ein Stück weit, dass man auch sagt, okay, der andere ist für mich auch wie ein guter Freund. Trotzdem aber, und jetzt kommen wir genau zu der Verbindung der Gegensätze, trotzdem fühle ich mich hingezogen. Und das passt sehr gut zu Ebene 1, ja, denn hier hat sich ja der Fuchs auch vom Herz abgewandt und er hat für sich auch erkannt, es ist nicht gut, wenn ich mich hierzu nicht klar positioniere. Jetzt schauen wir aber mal auf sein Verhalten, ob sich das alles eben auch in seinem Verhalten wiedergibt. Da haben wir den Mond, das Buch und die Wege. Noch nicht ganz, würde ich sagen. Natürlich, es ist bekannt, das Buch möchte etwas für sich behalten. Wir hatten interessanterweise auch vorhin schon auf der Verhaltensebene das Buch und hier auf der Gefühlsebene die Lilien. Also es gibt gewisse Parallelen und in Legung 1 hatten wir, ich glaube sogar den Herrn an exakt derselben Position wie hier. Da möchte ich noch mal ganz kurz drauf zurückkommen, damit das nicht hier so unter den Tisch fällt, wenn eben der Herr selbst dort liegt. Das heißt, dass er sich seine Gefühle einmal durchaus bewusst ist, ja, und das heißt aber auch, dass er wirklich sehr präsent ist in seiner Gefühlswelt, ja. Also da ist nicht irgendwo eine Diskrepanz, dass er sich vielleicht davor scheut, auf diese Gefühlsebene zu gehen und die auch wirklich wahrzunehmen und zuzulassen, sondern er ist da eben voll und ganz auf dieser Gefühlsebene, er ist beteiligt. Das wäre jetzt so, wenn hier die Dame liegen würde, das wäre ein ganz extrem starker Ausdruck. Ja, so ist er vielleicht noch ein Stück weit mehr bei sich. Wenn hier die Dame liegen würde, dann wäre er schon voll und ganz bei ihr. Möglicherweise würde er dann seine Gefühle auch noch ein Stück weit anders präsentieren. Stärker eben noch zum Ausdruck bringen. So, gut, dass er aber eben nicht allzu viel von sich preisgibt, sieht man hier eben an diesem Buch. Und das Ganze dauert eben noch, ja. Schön ist hier der Mond an der ganzen Geschichte. Also er verhält sich nicht kalt und abweisend oder gleichgültig, sondern er ist schon emotional auch irgendwo, oder es wird emotional sichtbar. Seine emotionale Seite wird sichtbar, er kehrt sie ein Stück weit heraus. Nur eben mit gewissem Vorbehalt, ja, er kehrt bestimmt nicht alles heraus. Das heißt, ein Stück weit bleibt hier auch ein Rätsel, es bleibt etwas verborgen und für mich die Wege einfach ein Zeithinweis. Es dauert, bis er da voll und ganz aus sich herauskommt. Es sind vielleicht schon gewisse Gesten da, ja. Also ein Stück weit spiegelt sich das alles in seinem Verhalten wieder, aber eben noch nicht in Gänze. Und da würde ich einfach der Ratsuchenden empfehlen, dem Ganzen Zeit zu geben und jetzt nicht irgendwo hinzudrängen, auf etwas zu pochen oder ihm gar etwas zu entlocken. Ich denke, das kommt von selbst, vor allem dann, wenn er sich hier auf der Gefühlsebene auch nochmal richtig einig wird, ja, welche Seite überwiegt. Ich denke, es wird diese Seite sein, wo er schon hinblickt. Und auch wenn er hier noch mal so ein paar, vielleicht noch so ein paar innere Schweinehunde überwunden hat. Und dann wird es sicherlich vom Ausdruck, vom Handeln her noch emotionaler, noch gefühlsbetonter sein. So ist das alles eben noch so ein bisschen mit
angezogener Handbremse. Jetzt mache ich hier noch eine Erweiterung zu dieser ganzen Geschichte. Und zwar schauen wir uns jetzt an, da nehme ich jetzt nicht den übrigen Stapel, sondern einen ganz frischen Stapel, die blaue Eule. Jetzt schauen wir uns an, was soll die Ratsuchende am besten tun und was soll sie nicht tun. Eine meiner Lieblingslegungen, vielen von Ihnen mit Sicherheit auch schon bekannt. Und wir machen dasselbe Spielchen wie hier. Wir legen wieder eine Position auf für die Seite, was soll ich tun, also für Frage 1. Und dann legen wir eine Position auf für, was soll ich nicht tun und schauen uns an, wie das alles sich zusammen verhält. Also, ich überdecke jetzt das Bild damit. Ich lasse auch hier die Karten wieder verdeckt. Und was soll sie ihm gegenüber nicht tun? Das geht natürlich immer noch in Bezug auf diese Liebesfrage und den Wunschpartner. Alles ist komplett darauf abgestimmt. So. Ich decke jetzt beide Seiten auf. Direkt. Okay, wir fangen jetzt mit der Seite an. Die ist etwas einfacher. Ich habe vorhin schon erwähnt, sie soll auf gar keinen Fall drängen. Das war etwas, was man der vorherigen Legung als Botschaft klar entnehmen konnte. Als Verhaltenskodex klingt jetzt so ein bisschen bestimmend. Das soll es nicht sein, denn jeder handelt eigenverantwortlich. Aber die Ratsuchende möchte ja auch eine gewisse Handlungsempfehlung von Ihnen haben, ja, wenn sie zu Ihnen kommt und Ihnen auch gestattet, für Sie in die Karten zu sehen. So, und auch das, was jetzt hier nochmal dieses Verhalten betrifft, ja, was soll ich tun, was soll ich nicht tun, würde ich natürlich im Vorfeld klar absprechen, ja, möchten Sie das wissen. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, hier sich nochmal die Erlaubnis einzuholen. Aber in aller Regel ist genau das der interessante Punkt, an dem selten jemand Nein sagt. So, also was soll ich nicht tun? Die Dame guckt auf Anker und Ring. Das bedeutet, sie soll sich hier eben nicht schon zu sehr auf eine Beziehung fixieren, ja, auf eine bestimmte Erwartungshaltung dahingehend fixieren. Und dementsprechend würde sie vielleicht allzu viel auch von ihm einfordern, von ihm verlangen, vielleicht sogar auch unbewusst schon in eine bestimmte Richtung steuern und dadurch ihn wieder ja, festnageln. Also genau das ist es, was sie nicht tun soll. Hier in eine bestimmte Richtung, also in Richtung Beziehung, zu drängen. Jetzt haben wir noch die Seite, was soll sie stattdessen machen? Und wir gucken als erstes Sterne und Sarg an. Und Sterne und Sarg steht, also fangen wir mal mit den Sternen an, die stehen natürlich für Hoffnungen, für Wünsche, für Träume. Und der Sarg macht die so ein Stück weit zunichte. Das heißt, vielleicht hat sie eben schon eine ganz bestimmte fixe Idee im Kopf, ja, wie das Ganze ausgehen soll, was so die Bestimmung von diesem Kennenlernen sein soll. Und die Karten raten aber dazu, sich hier eben nicht allzu sehr drauf zu versteifen, eben nicht mit dieser fixen Idee möglicherweise etwas zu tun, was dem Ganzen entgegenwirkt, ja, also was keine positive Entwicklung fördert, sondern eben ihn schon zu sehr einengt, ja. Und ich denke, das wäre hier in dem Fall, was wir vorher auch schon gesehen haben, alles andere als förderlich, weil er muss sich hier über gewisse Themen noch viel klarer werden. Und ich denke, dann würde sich das auch öffnen, der Weg würde sich von alleine öffnen. Deswegen hier der Hinweis, sich nicht zu sehr auf bestimmte Träume und Vorstellungen festzulegen. Und das Schiff drückt es im Prinzip auch nochmal aus, hier etwas gehen zu lassen. Ja, erstmal alle Erwartungen runterfahren, erstmal alle Vorstellungen wirklich auch sehr, sehr reduziert halten, sehr bedeckt halten. Ja, und das Schiff entfernt sich von dieser ganzen Geschichte, also es nimmt quasi auch ein Stück weit Abschied davon. Ja, und
Das heißt einfach, lass die Dinge so laufen, wie sie sind. Ja, lass es auf dich zukommen. Halte jetzt nicht an irgendwelchen Vorstellungen fest, die dem Ganzen schaden könnten oder wodurch das Ganze einfach eine unschöne Wendung nehmen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass die Ratsuchende etwas zu forsch ist, von ihrer Wesensart her. Vielleicht einfach auch ein Stück weit zu ungeduldig. Und hier ist wirklich der beste Rat, den man geben kann. Hab Geduld, warte einfach mal ab, was von ihm kommt. Versuch die Zeichen zu deuten, zu lesen, nach und nach. Geh Step by Step, ja. Lass ihm vielleicht auch in gewisser Weise den Vortritt, dränge nicht. Also all das kann man so mit auf den Weg geben. Ja, und das waren jetzt eben drei Beispiele. Alle drei nicht als zu negativ, sondern eher positiv, wobei das ein kleines Stück da weit davon abfällt. Aber trotzdem würde ich hier sagen, es könnte einen Weg in eine gemeinsame Zukunft geben, mit Bedacht allerdings. Ja, also da ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste und auch der Liebeskiste sozusagen. Und Sie sehen auch, wie schön man mit diesen Ergänzungen arbeiten kann. Alle bestehen aus dieser Mini-Legung. Und es sind im Prinzip jetzt 5 Bausteine, die wir zusammengesetzt haben. Und wir haben an jedem Punkt eine ganz klare Aussage gewonnen. Und genau das ist es doch, was wir beim Kartenlegen wollen. Wir wollen nicht vor einem Rätsel stehen. Wir wollen nicht irgendwie hier etwas, ja, aber es könnte und vielleicht und weiß aber auch nicht so genau. Nein, hier ist wirklich alles ganz klar auf den Punkt gebracht. Und das ist das Ziel einer guten Kartenlegung.